Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play the Cave. Wir haben uns jetzt die Wissenschaftlerin mal vorangenommen und erkunden nach dem schrecklichen Abgang aus dem Pharaonengrab die weitere Höhle. Ja, wir sind jetzt weiter losgegangen auf der Höhlentour. Ich möchte rausfinden, was jetzt hier unten noch ist. Oh mein Gott, es sind wieder so viele verschiedene Richtungen, wo man lang gehen kann. Hilfe! Oh, für die Zwillinge? Also das weiß ich, das ist für die Zwillinge das Zeichen. Aber hier habe ich irgendwie gar nichts verloren. Wir haben die Zwillinge ja gar nicht dabei. Ein Wachhund. Ich glaube, wir sind hier falsch. Nee, genau. Du kannst hier nämlich gar nichts machen. Na gut, wo geht's denn da noch weiter runter? Wir sondieren erstmal die Lage. Was ist hier? Ein Tor mit Hebeln. Interessant. Ich habe immer keine Ahnung, wenn es da irgendwo runtergeht. Ja, guck mich nicht so an. Wartest du auf irgendwas? Komm, stürz dich. Ups. Entschuldigung. Das mit dem Stürzen war jetzt nicht so wörtlich zu nehmen. Ah, the zoo. Oh. Observe nature's wondrous and terrible beauty, safely imprisoned behind unbreakable steel bars. Okay, so. Wir sind im Zoo. Aber Moment, wo sind die anderen? Ach so, die kommen jetzt einfach. Mist. Ich dachte doch... Oh mein Gott! You won't get Hilfe! Away this time, beast. Die Abenteurerin. This place is a nightmare. I hate zoos. Nein. No, I never like zoos. Never. Da steht tot. Die Abenteurerin ist tot. Wieso tun die das? Das war jetzt die Rache für die Ermordung von ihrem Abenteurer-Kumpan Dingsbums. Leute? Hallo? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Ich dachte, die können hier nicht sterben. Boah. Hallo, das ist jetzt gerade echt fies. Also da würde ich jetzt mal nicht reinspringen, glaube ich. Das sind Zitterale. Das kann doch jetzt nicht sein. Bin ich den falschen Weg gegangen oder kann man da einen falschen Weg gehen? Ich gehe mal tiefer darunter. Oh mein Gott. Nee, hier geht's nicht weiter. Schau mal, da wäre nämlich noch was für die Abenteurerin gewesen und die ist jetzt echt tot. Stacheln und Schlangen und Stacheln. Stacheln und Schlangen und Stacheln? Stacheln und Schlangen und Stacheln. Das muss man mal ganz schnell sagen, da wird man bekloppt. Stacheln, Schlangen, Stacheln. Stacheln und Schlangen und Stacheln. Entschuldigung. Ich habe nichts getrunken, nein. Ich bin jetzt nur völlig perplex, dass mir die Abenteurerin abgekratzt ist. Halt! Was? Kein Klavierspiel und kein was? Weiß ich nicht, was das für ein Zeichen ist. Wo bin ich hier gelandet? Noch ein Monster. Moment mal. Schläft das Monster? Oder? Nein, tut's nicht. Ich gehe. Bin ich hier? Hilfe! Die Abenteurerin ist tot. Das kann doch nicht sein. Ich konnte doch nicht wissen, dass da... Dass da... Ach Mann. Wo ging's eigentlich? Moment mal, ich da... Ich hatte irgendwo einen Weg gehabt, wo ich... Genau.
Hier lang. Moment mal. Beast Hunter Podcast, Day 541. The Crystal Cave Monster escaped again. She's still hungry, so I'm camped out near her favorite food. When I hear her shriek and roar, the hunt is on. Oh, blast. This worthless gizmo is out of batteries. Hey, who are you? Don't touch those hot dogs. Okay. Hey, who are you? Don't touch those hot dogs. Hey! Geht's noch? Wo kann ich das hernehmen? Ich kapiere gerade gar nichts mehr. Hilfe. Da war doch gar nichts, oder? Nö, da war ja nichts. Ah. Habe ich jetzt echt irgendwas falsch gemacht oder gehört das so? Also hier, wenn man zu mehr draufsteht, kracht das runter. Das ist mir schon fast klar. Wo ist denn der Hillbilly? Ich muss mal kurz zu ihm. Ich habe Angst um den Hillbilly. Aber der kommt jetzt auch hier nicht mehr zurück, ne? Eieieiei, der muss jetzt mit mir da runter. So, und was war hier? Ah, Moment. Aber der hat ja keine Batterien. Jetzt habe ich dir einfach das Ding geklaut. Nö. Ich habe aber keine Batterien. Aber... Da auch nicht. Ah, wie geht das? Nee, das macht irgendwie keinen Sinn. Wenn die da jetzt doch sterben können, habe ich jetzt so ein bisschen Bammel, wenn ich da jetzt in die Quatsch mache mit dem Wasser, dass die jetzt mir auch für immer weg ist oder so. Wo ging's denn hier runter? Oh, nirgends. Entschuldigung, aber da kommt sie wieder. Aber die andere ist gefressen worden. Hillbilly, tu doch was. Das macht ihm anscheinend nicht viel aus. Dann ihr vielleicht auch nicht. Aber ich gehe jetzt trotzdem mal selber dahin. Das macht anscheinend keinen Unterschied. Unzählige Angebote. Für was denn? Für eine Erfindung von ihr oder was? Nee. Ja, super. Trotzdem. Well, that's what happens when you try to make friends with nature. Trotzdem bin ich nicht ganz tot wie die Abenteurerin. Nee, das war's nicht. Mal schauen, was die zu uns sagt, zum Hillbilly.
Das check ich nicht. Hä? Die will immer auf uns schießen. Back off. angezündet und abgeschossen. Was war jetzt da unten? Da war ja nix. Aber wenn die tot ist, dann kommen wir ja hier eh nicht weiter, oder? Ich kapiere das nicht. Und wenn man jetzt hier zu zweit auftritt, stehen die, wir müssen zu dritter draufstehen. Auch wenn man hier so rumhüpfen würde, das bringt nichts. Ach Gott. Manu. So. Es ist gerade totaler Schwachsinn, aber... Was kann ich denn hier unten machen? Auch nichts. Warum kann ich hier unten nichts machen? Oder kann ich da irgendwo hinspringen? Nee. Ha. Vielleicht hätte ich mal jemand anders fressen lassen sollen. Da, 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 da. Ich trau mich nicht. Ja, am Ende wird der auch gefressen. Was ist, wenn ich da jetzt so drüber springe über das Monster? Ach so. Look, she's safe after all. Surely there are no limits to the charity and altruism this pair can bring to the world now that they've been reunited. Haha. Der ist gemein, blöde Höhle. Ich war jetzt echt geschockt. Das kann er doch nicht mit uns machen. Ja, schön. Danke. Seine Frechheit, ehrlich. Meine Nerven, ehrlich wahr. Das war überhaupt nicht nett. Wer ist da drinnen? Was ist denn da drinnen? Da ist irgendwas drinnen. Was ist denn da? Soll ich das mal runterschmeißen? Kann ich das? Hallo, ich möchte darüber. Ich schmeiß das jetzt einfach mal runter. Wir schmeißen immer so gerne. Aber wohin? Warte mal. Ach so. Nö. Nö. Lalala. Ah, ich sollte vielleicht die Wissenschaftlerin holen, oder? Komm, mach das mit mir auf. Danke. Au. Wenn ich das gewusst hätte, du doofes Vieh. Ehrlich wahr. Okay. Alle Entdeckungen. Hillbilly schmeißt jetzt gleich was runter. Nee, du sollst was runterschmeißen. Ich hoffe, das stimmt hier, was ich da mache. Huch! Nein! So doch nicht, Hillbilly. Wieso machst du denn sowas? Das ist ein gemeines Spiel. Habe ich das schon mal erwähnt? So, bisschen... Na, so bisschen besser Platz... Ich wollte... Hallo? So. Du drauf? Wenn wir da alle drauf gehen, bringt das was? Keine Ahnung. Ich glaube eher, das ist elektrisch, das Ding.
Boah, Abenteurerin, mach doch mal hier was Sinnvolles. Deine. Wo ist denn das? Hä? War da nicht irgendwo was? Wie das Monster mit seinem Schwanz immer so wackelt. Ach, da. Wie jetzt? Wieso, wieso? Das ist so tief, oder wie? Jetzt, ja. Mein Gott, das hat jetzt ge... Nein. Nö, das war jetzt eigentlich nicht der Sinn der Sache. Oh, wo geht's denn jetzt hier wieder hin?